Hallo, meine Lieben. Da ist die Frau. Ich habe schon gehört, ihr habt mich schon vermisst. Es war die reinste Katastrophe. Es sind viele tolle Dinge passiert in den letzten Tagen, aber auch viele nicht so tolle. Ja, ich hatte ein Vorstellungsgespräch. Und ich fange, ihr kriegt dieses Video heute zu sehen, heute ist Donnerstag. Ich gehe morgen zum Probearbeiten. Ja, ist erstmal nur ne 450 Euro Basis, aber ich fummel mich da jetzt erstmal so rein. Ich hoffe, das klappt. Ich bin einen Tag nach Hause gekommen, fühlte mich so schlecht und habe bei meinen Eltern erstmal ins Klo gekotzt. Ich lag nächsten Tag voll flach, darum hat mein Mann für mich an dem Tag dann, also für mich mit dem Video aufgenommen. Ich glaube, ich habe es mittlerweile rausgefunden. Ich glaube, ich vertrage keinen Kaffee mehr. Darum trinken wir jetzt Tee. Wunderbar. Ich glaube, daran liegt's. Ich habe nicht gewusst, dass man nur, weil man Kaffee nicht verträgt, sich so dreckig fühlen kann. Eine weitere, etwas traurige Nachricht, dass ich habe ja 5 afrikanische Schnecken, wisst ihr ja, und meine kleinste, der ja immer noch nur so groß ist, der liegt, glaube ich, jetzt gerade im Sterben. Ja. Ich gebe ihm jetzt noch 1-2 Stunden und dann werde ich ihn wohl erlösen müssen. Ich habe vorhin echt geweint, das war wirklich traurig, aber ich möchte auch nicht, dass er sich quält. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine Schnecke ist, darum geht es nicht. Ich habe alles getan, es ist jetzt, glaube ich, das 4. Mal und ich glaube, ich kriege ihn jetzt heute nicht mehr rum. Gut, das ist das eine. Und das andere sind wir ja bei Little Hope dran. Also eigentlich sollte ja Little Hope nur einen Tag ausfallen. Nein, es ist 2 Tage ausgefallen, weil mein OBS zwar den Ton aufgenommen hat, aber ich hatte ein komplett schwarzes Bild. Das heißt, wir werden uns heute Nachmittag, heute ist Mittwoch, heute Nachmittag nochmal ransetzen und Little Hope für euch weiter aufnehmen. Also es tut mir sehr leid, dass da jetzt so eine große Pause entstanden ist. Als Zeichen größter Demut, ja, werde ich mich jetzt hier hinsetzen und mich für euch eine weitere Runde quälen lassen mit Five Nights at Freddy's 4. Wir sind in Nacht 2 immer noch. Die werden wir wahrscheinlich auch nie verlassen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich das nur für euch tue. Und ich brauche mehr Ton. Ich habe schon wieder vergessen, was ich drücken muss. Achso, das ist Licht. Das ist Tür zu. Ah. Nee. Tür zu. Nein, falsche Taste schon wieder. Unten ist die Taschenlampe. Okay. Wo läuft er? Okay. Oh. Thank you.
Okay. Anatmen. Scheiße. Scheiße. Ich hätte nichts machen sollen. Ich hätte auf das Atmen warten sollen. Ich fasse es nicht. Falls ich irgendwie sehr zerkratzt bin, das war unser lieber Willi. Ich kriege es nicht in dieses System. Es ist nicht wahr. Okay. Ich weiß hinter mir. Jetzt verpeilt. Nein.
Ich weiß. Oh mein Gott, aber ich hätte gar nicht gerechnet. Aber wir waren bei 4 Uhr, ne? Bei 4 Uhr. Ich glaube das nicht. Es tut mir auch echt leid, dass ich so wenig mit euch reden kann in der Zeit, ne? Weil, oh, ich krieg Kopfschmerzen. Okay, einmal probiere ich es noch. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht wahr sein, verdammt nochmal. Der Rhythmus war gut jetzt, also. Wahrscheinlich nicht lang genug gewartet. Ich hätte auf das Atmen hören sollen, ob eins kommt. Okay, also bevor ich jetzt einen Herzkasper erleide und für euch heute kein Video kommt, werde ich das jetzt hier beenden. Wir nehmen nachher Little Hope, wie gesagt, auf. Ja. Ich hoffe, dass wir das mit dem Kanal hier alles weiterhin so gut hinbekommen, auch wenn ich jetzt nebenbei erstmal jobben gehe. Ich denke mal, wir kriegen das schon hin. Also ich werde meine Videos aufnehmen, mein Mann wird dann wahrscheinlich die Videos fertig machen, für mich hochladen, wie auch immer, dass wir das auf die Reihe kriegen. Mein Kind kommt nachher, wir nehmen nachher noch eine neue Folge Siren Head auf. Darum fasse ich mich jetzt hier einfach mal an der Stelle ein bisschen kurz, ja, damit ich euch überhaupt was bringen kann. Und wir setzen uns nachher an die anderen Sachen, dass ihr erstmal Videos versorgt seid. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt wieder mit mir mitgelitten und wir sehen uns zu einer nächsten Folge, was auch immer wir euch dann bringen. Höchstwahrscheinlich Little Hope. Bis später.